Du hast bereits einen YouTube-Kanal und hast schon einige Videos hochgeladen auf deinen Kanal. Und jetzt hast du das Problem, dass du keine Videoideen mehr findest. In diesem Video möchte ich dir 5 einfache Tipps mitgeben, wie du weitere YouTube-Videoideen für deinen Kanal finden kannst. Also bleib dran, nach dem Intro geht es weiter. Viel Spaß mit dem Video. Moin moin Leute und herzlich willkommen mal zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seid an einem Punkt angekommen, wo ihr keine Ideen mehr für eure Videos findet. Ihr habt schon einen Kanal erstellt, habt schon einige viele Videos hochgeladen, aber wisst nicht mehr weiter, was ihr für Videos hochladen sollt. Das kenne ich und das Problem habe ich manchmal auch. Und da muss man echt mal grübeln und suchen und überlegen, was sollte ich für Videos noch auf meinen Kanal bringen. Klar, es ist wichtig, dass man Videos macht für seinen Kanal, worüber ihr eure Nische habt und euer Thema habt. Es bringt ja nichts, wenn ihr irgendwelche Videos macht, die zu eurem Kanal gar nicht passen. Ja, und deswegen möchte ich euch gerne mal in diesem Video-Tutorial 5 Tipps mitgeben, wie ihr Videoideen suchen könnt für euren Kanal. Wenn ihr sie gesucht habt, gefunden habt, dann könnt ihr sie gerne auf einen Zettel aufschreiben. So könnt ihr euch skizzieren. Ja, darüber mache ich jetzt ein Video, darüber mache ich ein Video. Aber ihr müsst erstmal diese ganzen Ideen finden. Und deswegen will ich euch das jetzt mal zeigen, ja, mit welchen Methoden ihr halt weitere Ideen finden könnt. Also ich würde sagen, wir wechseln gleich mal auf den Desktop rüber und zeige euch mal einige Methoden, wie ihr das machen könnt. So Leute, ja, dann fangen wir auch gleich schon mal mit dem ersten Tipp an. Und das wäre die YouTube-Suche. Ja, wichtig bei der YouTube-Suche ist, wenn ihr da Videoideen sucht, dann dürft ihr nicht auf eurem, im angemeldeten Zustand auf YouTube, beziehungsweise auf Google, eure Videos auf YouTube suchen. Weil wenn ihr im angemeldeten Zustand die Videos sucht oder die Ideen sucht, dann werden immer euch Vorschläge vorgeschlagen, die ihr bereits immer gesucht habt. Und deswegen solltet ihr das nicht so machen. Entweder ihr meldet euch ab komplett von YouTube oder nutzt einen Inkognito-Modus. Das könnt ihr zum Beispiel mit dem Internet Explorer von Windows machen. Da klickt ihr einfach hier auf das neue Invite-Fenster und so seid ihr natürlich nicht im angemeldeten Stand auf YouTube, sondern immer wie als neuer User, der auf YouTube surfen will. So, dann gibt ihr natürlich ganz normal YouTube ein, youtube.com, ganz normal. Klar, das wird nur vorgeschlagen, so. Was wollen wir suchen? Also, wir suchen jetzt, ich gebe mal jetzt ein, ihr habt jetzt ein Thema, worüber ihr macht, das ist dann, sage ich mal, über Autos, über ein spezielles Auto, ich sag mal über Mercedes-Benz. So, ihr seid nur spezialisiert oder beziehungsweise auf ein Modell und das wäre dann halt zum Beispiel die C-Klasse als Modell W204. Dann sucht man hier zum Beispiel Mercedes-Benz C204. Oder beziehungsweise W204. So, dann werden euch hier einige Sachen schon vorgeschlagen, zum Beispiel den Service zurückstellen, Kennzeichenbeleuchtung wechseln, Tuning, Kühlergrill ausbauen, Werbung, Bremsen wechseln. Umso höher das immer, was oben vorgeschlagen wird über das Fahrzeug, was ihr jetzt sucht, ist immer das meistgesuchte. Ne, und wenn ihr immer weiter runter geht, dann ist das nicht mal so das vielgesuchte, sondern immer was oben steht, ist das viel meistgesuchte. So, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf Service zurückstellen klickt, hier drauf, dann seht ihr schon, dass hier einige Sachen wie 113.000, 320.000, 29.000, 278.000, 296.000 Aufrufe schon haben. Und so könnt ihr natürlich für eure Nische bzw. euer Thema Videos, Ideen suchen. Ne, dann könnt ihr natürlich weiter gucken. Ich sag mal, W204 habt ihr hier gemacht. Zum Beispiel kann man noch eingeben, Ölwechsel steht zwar da unten. Ölwechsel. Dann kann man noch einen freilassen. So, Ölwechsel
Filter. Kann man noch zusätzlich hinschreiben. So, dann werden euch ein Filter wechseln. Dann wird euch das auch noch vorgeschlagen. So, dann klickt ihr natürlich auch da drauf. Na, und dann habt ihr natürlich auch weitere Ideen. Sind zwar da nicht auch nicht mehr so viel gesucht wie das Hauptthema, aber so könnt ihr natürlich für euren Thema oder eure Nische halt weitere Videoideen finden. Zum Beispiel jetzt, wenn ihr speziell nur für ein Fahrzeugmodell, sage ich mal jetzt in dem Video, ja, sucht. Ja, das ist sehr wichtig. Das könnt ihr natürlich auch in vielen weiteren Themen und Nischen anwenden. Der nächste Tipp von mir wäre, geht auf Google und gibt da einfach mal Frageseiten ein oder sucht nach einer Frage. Eine gute Seite dafür ist auch, würde ich sagen, ist gutefrage.net. Da könnt ihr zum Beispiel eure Frage eingeben, beziehungsweise in der Suche. Und dann werden euch natürlich viele Fragen von anderen Usern vorgeschlagen. Und darüber könnt ihr zum Beispiel auch Videos machen. Ne? Wird auch gerne gesucht. Wenn ihr darüber, über das Thema, was die Leute da suchen, ein Video macht, dann ist das auch für euch sehr gut, gerade für YouTube und für Google, weil wenn die Leute die Frage weiterhin in Google eingeben, dann werden auch Videos vorgeschlagen, automatisch kommen sie dann auch auf euer Video dann auch drauf. Das macht auch sehr Sinn und ist auch für die SEO-Optimierung auch sehr gut und das Wachstum für den Kanal so oder so oder für das Video. Und hier könnt ihr zum Beispiel jetzt mal, sage ich mal, auch ja Mercedes-Benz eingeben, Benz W204, so. So, und dann hier werden nochmal einige Sachen vorgeschlagen gleich, aber wenn ihr raufklickt, dann kommen ja natürlich die ganzen Fragen. So, hier steht jetzt drin, ja, Mercedes-Benz W204, Unterschiede beim Bordcomputer, so. W204, C220, CD, Coupé 160 PS, 2003, Cheap Tuning, das ist eine Frage. So, hier werden so viele Fragen vorgestellt oder beziehungsweise gefragt und da könnt ihr euch natürlich reinklicken und ihr könnt ja darüber, wenn ihr über das Thema Videos macht, ja, darüber über diese Frage ein Video stellen. Das macht auch sehr viel Sinn. Also es ist ja nicht nur, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht nur speziell jetzt fürs Fahrzeug, das könnt das für jedes Thema anwenden. Ne, angenommen, keine Ahnung, ihr macht irgendwas für Gaming, zum Beispiel Fortnite, dann gibt ihr hier ein Fortnite. So. Klickt ja drauf, werden euch vorgeschlagen, wo finde ich Fortnite? Creator-Code in Fortnite bekommen. Wie? Kann man auf PS4 haken in Fortnite? Kann ich Fortnite und Co. auf meinem Computer spielen? Solche Themen könnt ihr hier euch raussuchen und könnt dann darüber auch ein Video machen. Und wie gesagt, und das bringt sehr viel was, weil gerade, wenn ihr über diese Fragen Videos macht, dann werdet ihr auch bei Google auch gefunden, weil wenn die Leute Google halt diese Fragen nutzen, dann oder suchen, dann werden die auch automatisch auch auf eure Videos auch vorschlagen und deswegen kriegt ihr auch viele Klicks. Natürlich müsst ihr auch ich sag mal, auch den Titel auch ein bisschen bei euch in den Videos anpassen, aber so findet ihr natürlich auch sehr gute Videoideen auf gutefrage.net. Kommen wir dann nun zur nächsten Frage und das wären Foren und Blog-Einträge. Sucht bei Google zum Beispiel über euer Thema nach Foren oder Blogs. Da könnt ihr auch wieder in Google eingeben, Mercedes, Benz, Foren. So, gebt ihr einfach mal ein und dann kommt ihr zum Beispiel Mercedes-Benz, ja, Mercedes-Forum. Dann gibt es hier Mercedes-Benz-Forum, Mercedesforum.com. Da können wir ja zum Beispiel raufklicken. So, ja, und dann können wir dann hier zum Beispiel in die Foren gehen und schauen, was es da gibt für Fragen. Ich weiß jetzt, ob es jetzt genauer hier Thema gibt, müssen wir mal gucken. Aber was ich euch damit sagen möchte, ihr könnt auch auf Foren eure Ideen finden. Ne? Also ich kann ja auch gerne hier raufklicken. Zum Beispiel hier, hier ist zum Beispiel die C-Klasse, Mercedes C-Klasse Forum. Da klickt man zum Beispiel drauf. So, und dann für jedes Modell ist hier, wir haben ja für das B204 ja gesucht vorhin, da können wir auch draufklicken. So, und dann steht hier drauf, Kaufberatung S204, Getriebe rutscht, ruckeln, Mercedes-Schlüssel, Verschleißreparatur,
M274 Öl im Kabelbaum, Abbiegelicht und so weiter und so fort. So könnt ihr natürlich auch eure Ideen finden. Also nutzt auf jeden Fall auch Foren und Blogs auch. Und Blogs könnt ihr natürlich auch so finden. Da könnt ihr bei Google nur eingeben, ja, Mercedes-Benz Blog und zum Beispiel, und dann ja, kommen da auch schon viele Beiträge. Also wenn ihr nicht weiter wisst, nutzt natürlich auf jeden Fall auch, ja, Foren. Da könnt ihr auf jeden Fall für eure Nische bzw. für eure Thema auch Ideen finden. Der vierte Tipp von mir wäre, fragt eure Community, also eure Zuschauer. Da könnt ihr zum Beispiel euren letzten Video eine Frage stellen in den Kommentaren. Hey, auf was habt ihr Lust, dass ich ein nächstes Video über das Thema mache? Schreibt es auch hier mal da rein. Fragt die eure Zuschauer, die werden euch dann antworten. Und so, wenn die dann sagen, ja, hey, pass auf, mach mir darüber ein Video oder kannst du darüber mal ein Video machen, dann macht ihr im nächsten Video oder schreibt euch das erstmal auf und dann macht ihr, überlegt ihr euch was und macht über deren Antwort ein Video. So einfach ist es. Und so könnt ihr natürlich auch Videos, auch Ideen finden. Eine weitere kurze Alternative, wie ihr eure Community fragen könnt, macht zum Beispiel Livestreams. Ihr könnt ja auch Livestreams machen, eure Zuschauer direkt fragen, hey, was habt ihr Lust? Eure Zuschauer fragen euch dann natürlich irgendwelche Fragen und dann könnt ihr sie beantworten. Darüber könnt ihr dann später dann auch ein Video machen. Und so habt ihr immer weitere Videoideen für euch. Und deswegen, wie gesagt, fragt eure Community bzw. eure Zuschauer und so kriegt ihr dann auch, ja, gute Videoideen. So, mein letzter Tipp, was ich auch natürlich sehr, sehr gut finde, wie man natürlich sehr gute Videoideen finden kann, ist das Google Trends. Ihr könnt auf Google Trends gehen und da könnt ihr natürlich zum Beispiel gucken, was momentan der Trend bei Google ist, was viel gesucht oder welches Thema gesucht wird. Das könnt ihr unter Google Trends machen. Hier kann ich ja zum Beispiel auch eingeben, ich sag mal jetzt, ja, Mercedes, ich sag mal, das Modell W204 Black Series, sage ich mal jetzt als Beispiel. So, das gebe ich hier ein. So, dann seht ihr hier ein Diagramm, das für eure Suchanfragen bzw. bei Google gemacht wird. Na, dann sieht man halt die Diagramme, wie hoch die Suchanfragen, ja, zum Beispiel auf Google immer waren. So, da müsst ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Wenn ihr natürlich möchtet, mache ich gerne mal über Google Trends natürlich mal ein separates Video, wie das Ganze dann da funktioniert. Aber so könnt ihr das natürlich auch eure Videoideen suchen. Dann geht ihr hier weiter runter. Dann stehen zum Beispiel verwandte Themen, Mercedes AMG C63. Es ist, der Black Series ist ja ein verwandtes Thema. Ne? Es ist ja ein C63. Dann zum Beispiel Bodykit, da kann man dann machen, oder hier zum Beispiel C63 Black Series, ähnliche Suchanfragen. Wenn ihr da zum Beispiel da drauf klickt, dann seht ihr zum Beispiel hier, in welchen Bundesländern zum Beispiel das mehr gefragt gesucht ist. Angenommen, ich sag mal jetzt ein Beispiel, ihr kommt zum Beispiel aus Niedersachsen, aus dem Raum Niedersachsen, und macht über den Black Series ein Video, wenn ihr natürlich einen Black Series vor der Tür stehen habt und darüber wollt ihr ein Video machen. Dann macht das Sinn, wenn ihr aus Niedersachsen kommt und die Suchanfrage da ganz schön hoch ist bei Google, dass euer Video definitiv bei Google viel höher vorgeschlagen wird auch. Ne, wenn ihr das natürlich sehr gut optimiert, dann wird das sehr gut gefunden und so könnt ihr natürlich viel, ja, Klicks erreichen, euer Video, da wird dann bekannter. Ne, das könnt ihr dann machen halt. Ne, und dann steht hier auch, ähnliche Suchanfragen über den C63 AMG Black Series. Ihr seht hier, das ist top, ne? Das ist erkunden. Also wenn er auf 100 ist, ist er natürlich sehr gut bei der Suchanfragen. Wenn Mercedes C63 Black Series ist weniger. Ne? So könnt ihr euch mal ein bisschen reinstöbern in den, ja, Google Trends und so auch eure Videoideen rausfiltern. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel darauf klicke, hier seht ihr wieder auch, guck mal, in Hamburg wird wiederum das viel mehr gesucht als in Niedersachsen. Ne? Also das Thema, worüber ich auch geklappt habe, C63 AMG Black Series. Ne? Also so müsst ihr halt immer mal schauen,
So könnt ihr natürlich auch eure Videoideen ja auf Google Trends finden. Und ich finde, Google Trends ist natürlich sehr, sehr gut, um neue Videoideen zu finden. Gerade wenn man für eine bestimmte Nische hat oder ein Thema hat, was nicht so viel ja auf YouTube zu finden ist, macht es schon Sinn, dass man Google Trends dafür nutzt. Also wie gesagt, wenn ihr das mit Google Trends richtig verstanden habt und das umsetzt, dann werden auch eure Videos auf Google sehr gut vorgeschlagen, wird bekannter werden und dadurch kommt ihr mehr Klicks auch auf euren Kanal. So Leute, das waren die 5 Tipps, wie ihr Videoideen für euren Kanal finden könnt. Ja, diese Methoden, die wende ich natürlich auch für meinen Kanal an, weil irgendwann kommt man wirklich auf den Punkt, da findet man nicht immer viele Ideen für seinen Kanal. Und so schaue ich zum Beispiel auch selbst auf diese Webseiten nach, gucke, was es dazu für Fragen gibt. Ja, für das Thema schreibe sie mir natürlich auch auf und dann mache ich darüber auch ein Video. Ja, ihr könnt ja mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, was ihr für Methoden habt, ob ihr auch diese Methoden nutzt, ob ihr andere Methoden nutzt. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, würde mich natürlich auch sehr gerne interessieren, weil natürlich suche ich hier auch immer Videoideen. Und wie gesagt, schreibt es einfach mal rein und dann ja, bin ich mal gespannt, wie ihr eure Ideen für YouTube ja immer findet. Ja, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr gerne freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wenn euch das Video natürlich auch gefallen hat, dann gebt doch dem Video doch einen Daumen nach oben. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch meine letzten Videos vorbei. Da gibt es natürlich viele weitere YouTube-Tutorials und wie ihr euren Kanal aufbauen könnt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen, bis dann und tschüss.